Jo, meine Freunde, seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu Let's Play. Metroid Prime 3 Corruptions. Und im letzten Part haben wir, Part 11 inzwischen übrigens, ja, im letzten Part haben wir dann auch hier diese Container, müssen natürlich auch gescannt werden, sowohl die großen als auch die kleinen. Da haben wir schon wieder eine Mission für das Schiff gekriegt, okay. Haben wir den Mogenar besiegt im Leviathan-Kern. Der Kampf ist sehr gut gelaufen, dafür, dass ich keine Ahnung. Ja, hier seht ihr ein kleiner Lagerwärter für Munition und hier halt schwerer Lager. Nämlich das Lagerwärter. War ganz wichtig. Gehört alles, das sind alles Einträge für Technologie etc., die man alle irgendwo sammeln muss. Und ich habe dafür, dass ich gespielt, keine Ahnung, wie lange ich das Spiel nicht mehr gespielt habe, habe ich den eigentlich relativ gut besiegt, fand ich. Hier sind die kleinen Wartungsroboter, die habe ich euch ja letztes Mal auch noch gezeigt. Und jetzt sind wir halt in die Himmelsstadt geflogen. Und hier sind wir etwas höher. Hier können wir unser Schiff sehen. Und später wird dieser Kopf wird später noch runterkommen. Da ist auch noch ein, glaube ich, ein Missile-Container drin. Ja, hier haben wir überwuchern Arm. Das würde. Oh. Ja, ich glaube, wir können die. Aber doch hier fahren und ranken unverwüstlich. Kann man das nicht? Ja, und da. Und das ist halt. Ja, die Barriere, dass wir halt nicht zu früh hierher kommen. Wenn wir jetzt halt in Fahrenmodus gehen und. Die Ranken halt zerstören. Und dann. Ja, die Schuhe schon da runter. Ja, hier haben wir. Dann kann man die. Naja, okay, kann man einfach so wegschießen. Hier haben wir wieder Grapple Swing. So. Ja, hier unten ist. Und darunter fällt es tot, da ist nichts weiter. Ja, wie hat das halt der Punkt, wo du sagst, wenn du halt früher hin, man könnte früher hier landen, aber da würde ich mir sagen, nein, hier darfst du noch nicht sein. Ja, und hier haben wir jetzt was mich noch ziemlich Nerven kosten würde in der Himmelsstadt, diese, ja, Himmelsstadt Elysia, genau. Ja, hier seht ihr schon, die haben alle halt so eine Düse da unten dran. Und das heißt, hier muss eine ständige Versorgung mit Brenngel oder was auch immer die Dinge antreibt, irgendwie stattfinden und das schon seit über 1000 Jahren, also. Und ihr seht, die Stadt ist wirklich groß. Ja, und nein, wir können nur Teil der Stadt besuchen. Und hier haben wir halt so ein Schienensystem. Struktur als Tragekabel identifiziert. Dient zum Transit zwischen den Gondeln. Wird wie via Grappelbeam benutzt. Ich weiß nicht, ob die Schose tatsächlich hier früher so mit ihren Grappelbeams durch die Gegend gefahren sind. Dann diese Türen, kann ich hier scannen? Ja. Natürlich fahre ich runter. Sperrmechanismus hier aktiviert. Sperrmechanismus sollte durch Beschuss kurzzeitig aktiviert werden. Ja, ich bin jetzt leider runtergefallen, aber ist nicht so schlimm. Ja, und jetzt, hier müssen wir noch sehr, sehr oft machen. Und wie gesagt, die Türen sind noch das geringste aller Hindernisse, die hier kommen können. Da kommen später noch viel schlimmere Hindernisse. So. Also das mochte ich auch nie so besonders, diese Geschichte mit diesen Kabeln. Es war cool, da so durch die Gegend zu schleien, aber wie gesagt, die lästigen Hindernisse, die sie einen so am Weg schmeißen können, ist schon. Das hier ist alles voll Technologie. Ah, kann ich auch scannen, habe ich nicht gescannt, okay. Einheit auf Grundniveau aktiv. Bei ausbleibender Wartung wird die Vorrichtung ausfallen. Na. Und hier sind sie. Die Roboter der Elysia. Die halt. Mechanoid Primibot. Leichter Androide einfach auszuschalten. Sie steht da irgendwie. Primibots sind aus leichtem Metall gefertigt und lassen sich leicht durch Explosionsstöße oder einen Aufprall mit hohem Tempo zerstören. Ja, Details, das werden wir erst später
lernen. Dazu Produktion verwendete Metall ist zudem recht hitzeempfindlich und kann durch entsprechende Beschuss geschmolzen werden. Für Wartungsarbeiten umgerüstet patrouillieren Primibots ohne Unterlass in der gesamten Himmelsstadt. Sie sind mit kinetischen Beam-Pistolen bewaffnet. Im Nahkampf setzen sie ihre Werkzeugarme ein. Ja, wie gesagt, die werden später halt Beams bekommen, wo die wirklich One-Hits einfach zusammenschmelzen, wie wir gehört haben. Und wir kommen natürlich, ja, ist kein großes Geheimnis, den Boostball. Und damit können wir mit ihnen Bowling spielen. Da gibt es halt auch eine Belohnung für. Ich glaube, da bringt man sich dahin zu gehen. Da sieht er so ein Ausleger. Ja, natürlich. Die hat es berührt. Nö, ich halte mich nicht fest. Ich halte mich nur fest, wenn ich schon fast sowieso da hochgesprungen bin. Ich hasse sowas. Ja, aber hier haben wir nämlich... Ja, hier können wir mal kurz scannen. Habe ich auch noch gar nicht gescannt. Kommunikationssatellit überträgt dieselbe Signalschleife wie seit 208 Jahren. Hier haben wir... hallo? Kanone ohne Energie. Kinetischer Impuls dürfte zum Aufladen des Sinken ausreichen. Genau. Ja, hier, ja, können wir schon erkennen, können wir mit dem Morphball irgendwann mal reingehen, aber das geht im Moment noch nicht. Ich weiß gar nicht, warum das gar nicht aktiv ist, aber wir haben halt noch nicht die Fähigkeit, die wir dazu brauchen. Also gehen wir weiter, hier unten lang. Da hinten gibt es übrigens, kann man von hier auch schon sehen, nee, aber da hinten ist irgendwo ein Energietank, dafür ist das Ganze da. Moment. Oh, hier. Hier ist ein Eingang. Aha, und hier haben wir den nächsten Dateneintrag. Glesianisches Datenblatt dekodiert. Die Gabe. Es vergingen einige Dekaden für die Shosu hier auf der Lysia. Die rauen Winde und Stürme zehrten an der Station und so nahmen die Instandhaltung mehr und mehr ihrer kostbaren Zeit in Anspruch. Den Bedarf einer Assistenz im Blick erschufen sie uns. Der erste Elysianer, gebaut von Shosuhan, schritt vor 1450 Jahren aus der Manufaktur. Heutigen Maßstäben nach eher einfach gestrickt, wurde dem ersten jedoch die höchste aller Gaben von den Shosu verliehen. Um seinen Schöpfern besser zu assistieren, schenkte man dem ersten die Selbsterkenntnis und erteilte diese Gabe mit allen anderen Elysianern. Dieses Ereignis markiert das Jahr 1 der elysianischen Zeitrechnung. Genau. Okay. Und hier... hier... Kann man es schon erkennen? Ja, genau. Hier sehen wir Gors Gesicht auf dem Bildschirm. Wenn wir den mal scannen. Holoprojektor ist in das Hauptnetzwerk der Himmelsstadt eingebunden. Bild von Gor wird dargestellt, genau. Weil er hat die Stadt ja sozusagen unter seiner Kontrolle sozusagen hat. Ja, er ist natürlich auch korrumpiert wie... Ja, hier sind wieder die Wartungsbots, die brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir jetzt nicht großartig machen. Aha. Hier haben wir kinetische Kanone. Genau, ist auch ein Eintrag natürlich. Einfach rein. Wir werden einfach rübergeballert. Wir müssen immer ein Bombling einfach, werden wir einfach rübergeballert. War eine Auffangrichtung da. Und hier haben wir den nächsten Missile-Container. Und ja, da wäre eine Vorrichtung für ein Ding, was erst seit dem zweiten Prime-Teil gibt. Ja, man braucht ein gewisses Timing.
diesen Bombensprung zu schauen, aber ist kein Ding. Ja, hier haben wir nämlich, können wir scannen, wir haben hier nicht Mechanismen aktiviert. Wenn Drehung erfordert, simultanen Beschuss, genau. Wir haben hier 5 Ziele und diese Vorrichtung, also dieses Ability, was man dafür braucht, gibt es erst seit Prime 2. Und hier sehen wir so eine komischen, ja, leicht glühenden Platten. Jetzt empfindliche Legierung. Im Metall entdeckt. Hochtemperierter Beschuss könnte es schmelzen. Genau, können wir doch nicht. Wäre schön, wenn wir es könnten, weil dann könnten wir diese Kanone als Abkürzung darüber benutzen. Aber wir müssen den harten Weg gehen. Das bedeutet, hier entlang. Der schmeißt hier so eine... Das ist die nächste, also was hier kommen kann. Dass so ein Vieh hier vor uns herfliegt und so eine Kanone, so eine Energiekugel hier hinten macht. Ich glaube, wenn die uns treffen, fallen wir auch direkt runter. Aber das ist noch nicht das Schlimmste Hindernis. Da kommen noch mehr. Das ist noch ein schlimmeres Hindernis. So, jetzt sind wir hier drüben. Ja, und da müssen wir hin. So, dann haben wir hier. Aha. Hier haben wir so ein... Ah ja, okay. Ah, der ist weg. Und hier hören wir einen Gegenstand und der befindet sich genau hier unten, ein Missile-Container. Oh, müssen wir zurückrollen. Von hier aus könnten wir ihn dann auch sehen. So, okay, ein Fahrstuhl mit einer Shosu-Klaue drauf. Ja. Wo sind wir jetzt? Ja, ich glaube, wir können rüber. Hier haben wir eine Aufballgeschichte. Ja, ist jetzt. Ja, den können wir leider noch nicht holen. Ich glaube, den Spider-Ball, wann kriegen wir den eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Aber den kriegen wir erst relativ später, also den kriegen wir noch nicht. Ja, hier ist so eine Kuppel, können wir die scannen? Ja, weiß ich gar noch nicht. Einschussmechanismus aktiv. Aus dem Inneren dringen schwache mechanische Geräusche hervor. Aha. Okay, ja, das können wir noch nicht benutzen. Elysianische Lade kann man dienen der Verwahrung auch lang von Warpobots. Mit geringer Restenergie. Ja, Warpobots sind dieser, den wir gerade kurz da gesehen haben, so geisterhaft. Ich glaube, das war sogar der Boss von denen, der Warpo Lord. Ich glaube, wir müssen einfach hier rausgehen. Oder zumindest versuchen. Genau. Da ist er. Der Wapulo. Ja, jetzt ist er noch etwas schwierig zu bekämpfen, weil wir noch nicht gewisse Voraussetzungen haben, aber es ist schon möglich. Da ist der Wapu Lord. Repariert ausgefallene Wapu-Bots. Tarnung fähig. Genau, das ist das Problem. Er kann sich tarnen. Wapu Lords haben das Kommando über die Arbeitsdrohnen der Himmelstadt. Außerdem reparieren sie die Drohnen, falls Störungen oder Ausfälle auftreten. Ein eher leicht gefesselt sind sie auf ihr Tarnfeld angewiesen, um mögliche Bedrohungen zu entkommen. Wapu Lords enttarnen sich nur zum Angriff oder zum defekten Wapu-Bots zu reparieren. Allerdings lassen sie sich durch auch aktivierten Tarnfeld mit alternativen Visorensystemen aufspüren. Genau. Aber wir haben noch kein alternatives Visorensystem. Ja, das sind die Wapu-Bots hier. Könnte ich hier auch mal kurz. Wapu-Bot. Leicht bewaffnete, gefandete, lässt sich durch thermische Energie außer Gefecht setzen. Okay, hier haben wir Wapu-Bot.
Das eher einfach gepanzerte Gehäuse des Warbobots lässt sich mit jeder Waffe beschädigen. Hochtemperierte Feuerstöße setzen den Warbobot jedoch sehr zu, dass sie irreparabel werden. Im Gegensatz zu den leichteren Bot-Varianten lassen sie sich nicht einfach umstoßen. Zur Abschnittssicherung umgerüstet streifen die Warbobots unermüdlich durch die Himmelstadt. Sie sind mit kinetischen Beam-Pistolen und Missile-Magazinen ausgerüstet. Im Nahkampf können sie ihre Greifarme einsetzen, okay. Dann um den Warpo Lord halt rauszufordern, müssen wir die Dinger kaputt machen. Komm, reparier deine Kumpels. Gott, damit habe ich ja Musik. Ja, wieder später wird es viel, viel leichter sein. Der gibt uns sogar einen Energietank. Ja, später wird es viel, viel leichter sein, den zu reparieren. Den zu besiegen. Aber im Moment geht es halt noch nicht anders. So, Energietank erhalten. 100 Energieeinheiten. Sehr schön. Ja, ich weiß gar nicht, ob man den auch zwangsmäßig einsetzen muss. Ja, wir müssen hier jetzt, können wir mal kurz scannen. Scan erfolgt. Leitung. Sicherheitsventil, die Zerstörung sämtlicher Leitungen führt zu einem Druckerfall des verbundenen Sicherheitssystems. Das heißt, wir müssen einfach alle hier rausruppen. Und dann können wir weitergehen. Ja, so ein kleiner Mini-Boss halt, nichts Besonderes. Ja, den treffen wir später nochmal wieder. Hier ist noch ein Datenbank-Eintrag. Datenblatt entziffert, Entdeckung. 1. Was ist denn das, ey? Irgendwie kann ich nicht mehr mit der Fernbedienung so richtig. Ich laufe mal die Hände ein bisschen ein. Die Shoso waren Beobachter. Unermüdlich die Tiefen des Raums erkundend, um ihren Wissensdurst zu stillen. Von dieser Anlage aus entsandten sie Observationssatelliten hinaus in die Sphären ferner Welten. Die Satelliten schöpften Informationen, die es den Shoso erlaubten, die mannigfaltigen Phänomene des Kosmos zu ergründen. Und so näherten sie ihren intellektuellen Appetit Planet um Planet. Eines Tages stieß eine Sucherin der Shoso auf etwas Sonderbares. Ein verloren geglaubter Satellit lieferte Informationen über eine entlegene Welt. Das Stellarobjekt lag unfassbar weit entfernt, selbst für die Begriffe der Shoso. Die Studien ergaben, dass es sich in vielfacher Hinsicht um einen Planeten handelte, zugleich um ein empfindsames Wesen, lebendig. Doch der Ausblick war von kurzer Dauer. Noch bevor die Identität des Planeten bestimmt werden konnte, gingen die Informationen verloren. Genau, was es damit auf sich hat, das werden wir erfahren. Irgendwann, früher oder später. Okay. Ach ja, hier sind ja diese Dinge. Genau, hier haben wir jetzt einen Aufzug. Hier sind wir jetzt. Oh nee. Ach so, ja, hier. Ja, da kommen wir noch nicht hin. Auch noch ein alternativer Weg sozusagen, aber den können wir noch nicht nutzen, weil halt die Entfernung zu groß ist, wie ihr seht. Also müssen wir den Aufzug benutzen. Ja, hier ist so eine Platine. Der Aufzug ist geschützt durch so ein Kraftwerk, dass man nicht runterfallen kann. Sehr vorbildlich. Aber geht voll, also brauche ich eigentlich gar nicht kaputt machen. Ja, hier sind die Ordnungs-Bodies. So, dann haben wir hier. Aha, oh nein, wieder so ein. Ich hasse es. So, wir müssen gleich die Aurora-Einheit erreicht haben. Das dürfte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Und hier, die sind besonders nervig. Man hat nur eine relativ kurze Zeit, die abzuschießen.
Weil die sehen, können bis zu drei Stück sein. Weil wenn die uns treffen, fallen wir auch runter, dann dürfen wir die ganze Fahrt nochmal machen. Ja, und wie gesagt, hier seht ihr, das ist halt die Abkürzung, aber die können wir im Moment halt noch nicht benutzen. So. Dann haben wir hier. Hier ist auch ein Aufzug. Ja, und hier natürlich wieder hinter einer besonderen Tür eine Speicherstation. Ja, wir speichern mal. Und jetzt müssten wir eigentlich gleich die Aurora-Einheit erreichen, weil ich glaube, der Speicherpunkt war kurz vor der Aurora-Einheit. So. Okay, wir fahren wieder nach unten. Hier ist auch wieder so eine Wand davor. Ich glaube, da ist auch ein Item oder so dahinter, also ein Energiecontainer oder so. Oder beziehungsweise ein Container. Ah ja, wir sind da. Hier ist der Aurora-Einheit. Da ist er. Wie ihr seht, ihr Tank. Wenn sie selbst scheint noch okay zu sein, aber ihr Tank ist schon von Fasern befallen. Wenn wir da was scannen. Aurora-Einheit 217 ausgefallen. Es liegt eine Verseuchung vor, durch Fasern vor. Instanzung muss ein Gegenmittel verabreicht werden. In der Tat. Aber ihr seht, die Tür ist noch geschlossen. Sicherheitsabsperrung aktiv. Wäre benötigt kinetischen Impuls, um Zugang zur Kammer freizugeben. Okay. Tja, meine Freunde, wäre zu einfach gewesen. Also müssen wir noch ein Stück weiter in die Stadt hineingehen. Hier, ich glaube, das ist eine neue Art von Puffer, richtig? Strato-Puffer, anfällig gegen... Ja, es gibt halt in dieses Spiel halt verschiedenste Puffer, verschiedenste... wie heißen die Dinger nochmal? Stoßsegler und so weiter. Ganz interessant eigentlich. So. Und hier wieder die kinetische Kanone. Kaboom! Und jawohl, da seht ihr ihn. Das ist Gors Anzug. Kampfanzug, Gors mechanischer Kampfanzug, Anzug ist geöffnet und verlassen. Antrieb war nach kurzem. Antrieb war auch noch kurzem rein. Also das heißt, er geistert hier irgendwo tatsächlich rum. Ja, wir könnten da jetzt rübergehen, das bringt glaube ich noch gar nichts. Da können wir glaube ich noch nicht viel was machen. Da müssen wir glaube ich erst. Ich glaube, wir können da noch gar nichts machen. Ich weiß gar nicht, was da ist. Wir müssen erstmal hier lang. Der Weg. Ja, das ist Gott sei Dank nur eine kurze, direkte Rutsche, da passiert gar nichts. Aber ihr seht, da hinten ist schon die nächste. Ich glaube, zu der müssen wir noch mal hin. Hier haben wir jetzt so einen Raum. Das ist so ein runder Raum, der hat, glaube ich, vier Eingänge. Hier sind auch diese Bots unterwegs. Genau, hier ist die andere Seite dieser Plattform, die wir halt noch nicht benutzen können, weil sie halt zu weit auseinander sind. Wir müssen jetzt erstmal da. Glaube ich jedenfalls. Bei der anderen brauchen wir noch anderes Ballsystem, was wir auch noch nicht haben. Diese ewigen, ja genau, hier sind wir richtig.
hier ist er wieder. Und nein, wir müssen jetzt nicht nochmal gegen ihn kämpfen. Verfallenes Gitter sichert den Rückenabschnitt bis zur Gondel. Daniere müssen sich mühelos aus dem Rang rein. Genau. Oh. Hier haben wir jetzt eine neue Art von Drohne. Nein, das ist die Drohne. Dragonier-Drohne, Kampfdrohne, robuste äußere Panzerung. Flugzeug ist leicht zu entfernen. Der Dragonier ist ein robuster Widersacher. Die Antriebssteuerung der Einheit ist jedoch anfällig, da sie sich leicht entfernen werden kann. Ursprünglich entworfen, um empfindliche Instrumentarium vom örtlichen Lebensform freizuhalten, werden dem Dragonier mittlerweile Gefechtsaufgaben zuteil. Zum Angriff ist er mit zwei Missile-Modulen versehen. Darüber hinaus sichern eine robuste Panzerung und ein Missile-Störungssystem die Einheit. Das heißt, wir können sie nicht Missiles beschießen. Sondern wir müssen sie halt genau wie diese Viecher auf dem Brio mit einfach kaputt reißen. Ja, und hier drin ist tatsächlich ein Missile-Container. Ja, wie man darauf kommen soll, ja, später gibt es wie gesagt eine Möglichkeit, sich alle Upgrade-Dinger anzeigen zu lassen auf der Karte. Aber da kommen wir erst viel später dazu. Die Möglichkeit würde sich auch tatsächlich. Ja, die brauchen wir jetzt nicht angreifen, wir brauchen einfach bloß, weil das Ding wird sofort runterfallen. Es fällt runter und er haut ab. Ja, wir müssen später nochmal gegen ihn kämpfen, aber dann haben wir, glaube ich, schon bessere Möglichkeiten, ihn zu bekämpfen. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Hier kommen nochmal die Drohnen. So, gebt mir eure Energie, danke. Ja, hier ist auch noch so eine Säule, aber da ist nichts drin. Wir auf. Was haben wir hier? Wartungsdruiden. Ja, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, hier war. Gehen so ein Bot, ne? Nee. Ah ja, hier. Okay, hier gibt's. Nee, gibt noch, glaube ich, nicht. Ja, genau. Ja, hier müssen wir halt hocharbeiten, natürlich. Hier gibt es auch noch eine interessante Stelle. Ja, hier gibt es so ein Ding, das können wir, glaube ich, noch nicht benutzen, oder? Dann erfolgt. Nee, ich glaube, das haben wir noch nicht. Energieschalter benötigt zusätzliche Energie zur Aktivierung des Versorgungsaufzugs. Ja, wo kriegen wir denn das nochmal? Wann kriegen wir nochmal die Fähigkeit? Oder kriegen wir die jetzt gleich? Ich weiß das gar nicht. Kann eigentlich auch nicht sein. Eigentlich kriegen wir doch hier eine andere Fähigkeit. Okay. Hier ist auch ein Bereich, den wir später nochmal erkunden müssen, weil da oben sieht ihr, da ist auch so ein Bot, den wir scannen können mit einer Geschichte drin. Und da ist, glaube ich, eine. Noch eine Missile-Container, da kommen wir jetzt auch noch nicht hin. Noch nicht die Fähigkeit haben, die uns da hinbringen würde. Und hier wird es später noch sturziger gehen. Im Moment gibt es hier nur diese große Metallabdeckung, werden innerhalb der schwebenden Anlage durch Klammern fixiert. Genau. Was heißt, dass wir. Moment. Da erstmal öffnen müssen. Hoch genug springen, damit sie auch wirklich sich festhält.
dass wir hier erstmal rein müssen. So. Ich glaube, wir machen sie ja von hinten. Ja, hier weiter, hier ist nichts weiter hier hinten. Hier sind halt die Bombenmullen. Werdet aktivieren, fallen die Dinger halt runter. Hier können wir uns dann mühelos rüber Ah doch, da seht ihr sie. Da rechts, ganz rechts habt ihr sie gesehen. Das sind die örtlichen wie heißen die nochmal? Segel Dingenskirchens hier. Da hinten. Ich kann von hier aus leider nicht scannen. Bootsegler, genau. Bootsegler. Ich kann halt von hier aus leider nicht scannen. Runtergefallen. Da noch kaputt. Ja, die müssen wir später auf andere Weise scannen. So, wir sind drüben. Naja, noch nicht, aber jetzt. Ab. So, jetzt hier. Durch. Da wäre jetzt noch ein Ding, wir sind jetzt noch wieder runtergeballert. Genau, und jetzt hier. Rein. Und hier gibt es halt hin und wieder diese Aufströmung, also die Luftströmung, die uns nach oben tragen. Jetzt rollen wir halt noch ein Stück rundherum, bis wir ganz oben ankommen. Da kommen wieder die Drohnen. Okay. So, hier wieder. Hier rüber schwenken, schwenken die Plattform. Schwenkt jetzt halt hier rüber. Und wir halt hier rein können. So. Und hier hinten, ja, da drüben ist so ein Ding, aber wir können da noch nicht hin. Können wir jetzt hier können wir einfach zurückgehen, und wenn wir jetzt hier rauf springen, können wir halt da lang balancieren. Ich glaube, dann müssen wir einfach nachher springen, genau. Dann könnten wir, wenn wir das richtige Item haben, darüber kommen, aber das geht im Moment halt noch nicht. Dauert noch eine Weile, bis wir das haben. Und da sehen wir wieder den Satelliten, wo wir auch schon mal waren. Oh ja, ich bin doch schon da. Ich stehe direkt davor. Ey, was müssen die mich wieder nerven? Ich stehe doch direkt davor. Natürlich werden wir, was auch immer hier ist, nicht so einfach geschenkt bekommen. Okay, hier ist wieder so ein. Wir haben alles, was wir brauchen. Ja, ist wieder ein Aufzug. Ja.
Okay, Freunde. Ich denke mal, hier werden wir den Part beenden. Hier haben wir... Ja, genau. Ja, geht. Ich will noch nicht rein. Wenn wir hier reingehen, das ist so eine Art Gondel. Die wird dann nach unten fahren. Ja, ihr seht schon, was wir hier bekommen. Die Boostball. Wenn wir... Wenn ich da hingehe und den Versuch einsam wird, da unten fahren, dann wird ein Bosskampf, also ein, ja, quasi Miniboss getiggert, und das machen wir erst im nächsten Mal. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.